Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, jo, hier in Secret 2, Diablo 2 der Vollen. Jo, ich bin gerade gestorben, weil ich ganz viele von diesen ganz großen Trollen hier hatte. Ja, ich wurde getrollt. Und ja, das ist sehr unfair in Secret 2, das ist immer wieder so der Fall. Bei schweren Gegnergebieten und so. Da müssen wir schauen, wo wir ausloggen, sonst muss ich einfach irgendwo in ein Gebiet gehen, wo es safe ist. Aber das ist nicht immer so der Fall. Er ist ja der falsche Weg. Der falsche Weg haben wir genommen. Ja, typisch nicht ganz fertig gemachtes Spiel. Ja. Hat einfach immer so die Probleme, dass Gegner ganz in der Nähe von uns spawnen, wenn wir einloggen. Sollte eigentlich nicht sein. Ist wahrscheinlich einfach so gemacht, weil es halt Multiplayer eigentlich eher gemacht wurde. Dass man natürlich dann nicht irgendwie... Ja, dann hätte man eigentlich so, weiß nicht, 30 bis 60 Sekunden Immunität oder so gekriegt. Aber irgendwie ist da gar nichts da. Muss mich auch zuerst vorbereiten, Aufnahmeknopf drücken und dann... Ja. Das ist ein bisschen komisch. Aber weil der Mod ja so extrem schwer ist, ist das dann so schnell passiert. Ich habe ungefähr 3 Schläge bekommen von einem Troll und dann war ich tot. Plus noch irgendwelche Magie und also es ist extrem viel los gewesen beim Spawn. Schätzungsweise so 100 Gegner genau an meiner Stelle. Aber pff, was kann man machen? Ne? Wird ein bisschen getrollt. Naja, wir sind noch squishy, wir haben noch nicht so viele Items gefunden und deshalb geht das noch. Ja, ihr seht, wie viel Schaden man bekommt. Immer noch. Also ich denke, manche Gegner sind überhaupt nicht balanciert aufs ja, Low-Game. Dass die einfach jo, so sehen, als würden sie auf Level 200 sein oder so. Komm, kämpft wieder richtig, ey. Kann doch nicht sein. Wird schon wieder ein Gebiet sind, wo sie nicht angreifen. Hallo. Kämpfen. Ich bin festgehabt. Ja, ihr seht, wie viel Schaden die machen. Ach, muss das sein? Die dummen Skelette. Ja, wir bekommen wieder viel zu viel Schaden. Das Gebiet ist nicht ohne. Hallo, angreifen. Ich denk, ey, ich hab doch Leertaste gedrückt. Was will mir das Spiel eigentlich damit sagen? Oh, ich bin gerade im Kampf. Ich kann keine Heiltränke trinken. Oh, das Gebiet ist einfach unnütz. Die Minions greifen nicht an. Okay, durchlaufen, aber dann werden wir ja wieder festgehalten. Wir sind sowieso hier in die andere Richtung hoch. Und sonst halt nochmals irgendwo leveln, oder? Bis wir hier die Gegend auch schaffen. Ja genau, ihr müsst mal bei mir bleiben und nicht irgendwie in der Stadt bleiben. Das ist nicht. Nichts davon. Ey! Mein Gott, hat das Spiel Steuerung und Platzierungsprobleme und so. Ja genau, du musst neben mir spawnen und nicht vor mir. Was meine ich mit solchen Problemen, oder? Jetzt greift ihr an. Nein, ich will da nicht angreifen. Angreifen. Wow, das war ein starker Zauber. Heftigste Gegend. Heftigste Gegend. Der Bär ist irgendwie fast schon umgefallen. Ja, jetzt haben wir 2, 3 Parts wirklich gut gehabt.
gutes Balancing und nicht so viele Probleme. Und jetzt, wo ich wieder eine neue Aufnahmesession mache, sind da wieder die vielen Probleme, weil das Spiel so unfertig ist. Ach, Ascaron, was habt ihr eigentlich produziert, dass ihr bankrott gingt? Nur weil ihr ein bisschen, ja, weniger Leute gehabt habt und so. Täufer. Viel zu viele Finanzen verhauen und nicht, ja, eingenommen. Was lief da schief? Weil er hatte ja mit Sacred 1 Erfolg. Und das war ja nicht so übertrieben teuer. Kommt man hier hoch? Ja, und wie soll ich jetzt hier hochkommen? Hey, da vorne? Man sieht den Weg kaum. Hallo. Nein, nicht. Nicht Meteore. Jetzt kommt hier hoch, Skelette. Ah, oh, die sind wieder zu weit hin. So. Wunderbar. Ja, hier oben durch dann. Nice, die Schattenkampagne, wo ich ja nicht so viel gemacht habe. Die führt einfach hier oben durch. Und die Lichtkampagne führt unten hin. Und dann im besten Beil. Hallo, seid ihr blöd oder nur dumm? Was ist eigentlich schwerwiegender, blöd oder dumm zu sein? Genau, kämpft gegen den. Ich habe mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, vielleicht einen Paladin zu spielen. Und dann einfach Single Target meistens zu haben, aber auch Feuer und Reflexion, glaube ich, oder so. Oder man kann auswählen. Aber nein, ich glaube, Reflexion ist auf dem anderen Baum, Skillbaum. Genau. Wollen wir hier ein paar. Oh, doof, eigentlich ist der Hoffest. Mir ein bisschen zu heftig. Lieber nicht andere angreifen jetzt. Wahrscheinlich hier. Ist ein bisschen zu weit weg. Ja, wenn ihr nicht kämpft, dann gehen wir weiter. Ganz einfach. Ihr faulen Skelette. Ach, wieso bleiben Minions auch nicht bei uns? Sind die ganz kaputt? Hey, hallo, mach doch nicht so viel Schaden. Hat irgendwas geraucht? Wieso sind die Gegner plötzlich hier so stark? Übertrieben. Die könnte man noch auf dem Vulkan wahrscheinlich. Hallo. Ey, ich kann ja nichts. Will nicht hier mal reagieren. Ja gut, versuchen wir halt einen anderen Charakter einfach mal zu machen. Aber das ist jetzt gerade viel zu heftig. Jetzt haben wir wieder ein Gebiet, wo eher ein bisschen mehr NPCs sind. Und dann müssen die NPCs irgendwie so mega... das Spiel befordern, dass meine Minions nicht angreifen und so. Also dieses Klingen, die muss ich mitnehmen. Weil er ein Nahkämpfer ist, der Paladin. Die Axt nehme ich auch mit. Müssen wir aber wahrscheinlich gar nicht. So, und für ihn haben wir Items, für Tempelwächter haben wir Items. So. Ja. Okay. Dann
Nehmen wir noch ein paar Runen mit, genau. Wirbelsprung brauchen wir nicht. Lichtaura aus der Hammer, den brauchen wir. Machen wir einfach hier hin, die Mitte. Schockquelle ist Gebet, könnten wir mitnehmen. Heil ist das Feuer, heilige Feuer. Und sonst brauchen wir eigentlich nichts. Der Laser brauchen wir noch. Energiesheet. Auch irgendwie, glaube ich, Frozen. Kampfsprung ist Fanatismus. Seenhammer ist dieser Elementarangriff da. Notschild ist das Schild, gut. Heiliges Schild oder so wie es hieß. Lichtsäule ist Blitztes. Also, Gnadorn brauchen wir noch. Jo, dann gehen wir einfach rüber. Weil das Spiel das so will, müssen wir halt eine andere Taktik machen, aber ich möchte ja unbedingt das Spiel euch zeigen. Und so kann ich das Spiel nicht zeigen, wenn ich da immer wieder muss, die Minions zurückhalten und so. Irgendwie irgendwo anders umplatzieren und die Gegner machen so viel Schaden, das geht nicht so gut. So, wie nennen wir sie? Wollen wir mit Hammer angreifen, weil da die Lichtzelle nicht gerade so spammable ist, beziehungsweise ja, gut einsetzbar. Wir nennen sie, oder nennen wir sie, Feuery. Irgendwie so, ja. Holly, aber mit zwei, mit drei, Holly. Drei. Gelb können wir noch machen. Das Feuerrot. Ja, das Minion muss schwarz sein. Das liebe ich so schwarz. Hautfarbe lassen wir, oder? Ja, genau, ein bisschen gleicher. Ja, das geht. Schwarz lassen. Ja. Oder blau. Ja, sieht nicht so toll aus. So ein bisschen ganz dunkelblau. Ja, machen wir so. So richtig dunkelblau. Noch ein bisschen dunkler aus. Dunkelblau. So, der Anfang, der wird ein bisschen zäh wahrscheinlich. Also, ran. Kurz die Items holen. Also, das könnten wir gebrauchen, die Ringe natürlich. Zaubergeschwindigkeit brauchen wir dann nicht mehr. Ein bisschen MF. Und dann die Runen einlesen. Das ist was. Ah, das ist die Fire Aura. Schockwelle. Notschild. Lichtsäule. Schwertfeuer. Mal gucken. Ja, Selbendorn ist leider Technik. Notschild könnten wir auch noch benutzen. Also wir hätten noch Bekehrung und das ist Widerstandsschwund. Also nein, nicht Widerstandsschwund, das ist ja vom Fluch Überzeugung, glaube ich, oder so. Voll trockenes Klima. Und der Blitz, der ist heiliges Feuer. Die Lichtsäule möchte ich gerne mal einsetzen dann. Zuerst mal den Hammer benutzen. Er ist leider nicht so wie in Diablo 2. Das ist wahrscheinlich unmöglich für den Modder. Das so zu machen. Es ist einfach Geisterhand. Wahrscheinlich auch ein bisschen stärker.
und vor allem auch auf Waffenschaden basierend. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch Schwertkunde oder so, aber wahrscheinlich nicht so stark. So, geht ja easy. Oh, die schöne Gegend, die wir hier genießen. Jo, es muss natürlich dann irgendwie tankier werden. Wir könnten auf Handeln gehen. Ich denke, sie könnte man schon gut auf Handeln machen. Also was wir brauchen, ist Technikkunde oder nein, Taktikkunde. Und ja, natürlich die Zauber und Ding, also Kunde. Technik ist das, glaube ich. Ist das Technik oder ist das heilig oder ist das heilig? Also ganz interessant. Himmel, Himmel ist es genau, nicht heilig. Himmel. Okay, super. Und dann halt einfach mehr Defensive. Eventuell dann als letztes oder zweitletztes auch noch Technik. Fokus nehmen. Oder Schild. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, sonst brauchen wir nämlich auch noch ein Schildkunde, Energieschildkunde. Ja gut, also ein Paladin zu machen habe ich jetzt nicht geplant. Ist aber noch nicht ausgewogen genug, zu wenig AOE-Fähigkeiten und so. Und dafür kann ja auch der Schaden hoch sein gegen einzelne Gegner. Und wir müssen halt ein bisschen mehr klicken. Ich helfe euch gerne. Da brauchen wir noch ein bisschen XP. Ein Prügel. Muss ich nicht mitnehmen, wenn man ihn auch nicht einsammeln kann, automatisch. Also wenn sie nicht hinläuft, wenn man drückt. Sie ist ein bisschen zäh, habe ich so das Gefühl. So. Also das erste ist Handeln. Gibt's aber nicht. Wieso ist das immer so gesperrt? Reiten wäre halt auch cool. Aber wenn man jetzt so Handeln nimmt, oder? Dann ist das Problem, dass man halt einfach zwei Fähigkeiten braucht und opfern muss und das in so einem Mod. Das ist einfach zu riskabel. Was ist denn Hammerdin? Ist das Intelligenz? Das ist keine Intelligenz, okay. Oi. Ja, gut. Ist wahrscheinlich stärker. Also wenn wir Schwerter verwenden, also Zweihandwaffen verwenden, das heißt wahrscheinlich Speere und so, ist es Stärke. Ja komm, wir haben ja auch Stärke. Ja, jetzt wo, wie, was? Also ohne Handeln spielen oder mit Handeln und einfach Schwerter haben? Ach komm. Ich mache mal Geschäfte Sinne, damit wir auch ein bisschen mehr Items bekommen. Auf 5 und dann lasse ich Geschäfte Sinne auf 5. Ja, ist nicht leicht. Das wird einfach zu wenig erklärt. Also wir müssen die stärkste Waffe ausrüsten. Das ist.
Inquisitor-Items kann ich dann wieder vom Händler bekommen. Also das ist auch noch eine... ja, dass wir dann dort weiterspielen können. Aber halt die... Ja, KI ist halt wirklich strunzdumm. Also es wurde eigentlich wirklich schon gut und so gemacht, aber an manchen Stellen hackt sie, es ist einfach verpackt, die KI. Da kann man halt einfach nichts als Spiele machen und ist lieber irgendwas anderes. Also wir könnten einen anderen Necromancer machen. Ja, Gift Nova ist einfach sehr schwer zum Spielen. Oder sonst einfach dieses Knochenspeer, genau. Der Knochenspeer ist einfach Single Target wieder, also größt möglich Single Target. Ja, eben. Ist der Inquisitor halt auch nicht gerade so die zäheste Klasse und hat wahrscheinlich auch nicht so gut Handel. Jetzt müssen wir das einfach mal versuchen, oder ich versuche es einfach mal nebenbei, ein bisschen den Necromancer auf eine von den Fähigkeiten zu machen, wie ich gesagt habe. Es ist ein bisschen schade, oder, dass das der Mod halt auch nicht so die Freiheiten am Anfang gibt, da gut tanky dann ins Endgame zu kommen. Ich denke, das Endgame wird auch nicht gerade so schwer sein. Schwerer sein. Für mich gibt es aber nur den Sieg des Lichts. Weiß es nicht. So, wir haben jetzt nur noch diese Quest. Jetzt können wir mal kurz schauen, was wir da. Eine gute Waffe bekommen wir zum Beispiel das hier, aber ist zu teuer. Also eine Zweihandklinge ist sicher gut, sieht auch gut aus. Ich glaub, ein Schaden ist es. Ich wollte Verteidigung haben, physisch. Dann halt... nichts von diesem Händler. Die verschiedenen Items werden ja dann rares sein, beziehungsweise ja magisch und dadurch viel teuer sein. Also wir können am Anfang gar nicht gerade so viel uns leisten mit Handel. Aber ja, wir brauchen nur das Wichtigste, also wirklich nur Defensive, denke ich mal. Und halt eine gute Zweihandwaffe. Jo, also wäre natürlich auch gut, wenn wir ein Schild tragen könnten, für noch mehr Defensive. Und dann müssen wir natürlich einfach so skillen. Hier ist übrigens auch ein rarer Gegner. Ja genau, macht noch mehr schon. Ich bin auch nicht so ausgerüstet. Ich bin sehr wenig Tank-Squishy. Was ist das? Langbogen, okay. Die anderen Gegner haben keine Lust, oder? Sind wieder abgehauen plötzlich. Also zuerst mal kurz weiterhin stärken. So. Haben wir da noch? Nein, wir haben noch keine Fähigkeit. Jetzt fragt sich, was wie den Hammer halt skillen. Oben bleiben wahrscheinlich. Nicht die untere nehmen. Ja, ist ein bisschen. Also der Gegner ist hier nicht. Ah nein, es ist der Wolf, der hier ist. Okay, der Wolf ist hier. Oder geändert. BFG. Ja, diese armen Räuber, sie hatten nie eine Chance.
Ich glaube, ich laufe in die Stadt, weil die Heiltränke ausgehen. Ja, wir haben noch drei von den Schwächeren, von den Bronze-Heiltränken, die wir bei Spielstart bekommen. Und ja. Haben hier unten noch einen Brunnen, den wir nehmen können. Der muss weg. Oh, die Reichweite ist aber gut. Hallo, nimm doch diesen Trank. Zeit viel zu groß. Wurde nicht getroffen, okay. Da wird nicht getroffen. Ganz langsam. Der wurde jetzt zum dritten Mal nicht getroffen. Er ist auch unbesiegbar. Okay, das ist ein bisschen komisch gewesen. Da wurde der Zufallsprinzip-Zeug. Ja, vielleicht ist es auch sehr. Die Gegner halt ein bisschen zu zäh jetzt am Anfang von der Ausweichchance. Hier oben aber. Man sieht nicht die Stats. Okay. Also wenn wir Feueraura dann auch hoch machen können, macht die Feueraura sehr viel Schaden, denke ich mal. Aber sonst macht es wahrscheinlich zu wenig Schaden. Der Schaden geht ja auf den Skill dann. Wenn wir da irgendwie schauen, geht er nicht auf den Schlag. Wir haben ja hier Schaden. Das wird wahrscheinlich einfach nicht angezeigt. Im Inventar. 46 und. Okay, das wirkt gar nicht. Ist es doch ein Zauber oder was soll das? Ja gut. Ein weiterer Erfolg für die gute Sache. Dann brauchen wir die Feueraura eigentlich sonst gar nicht. Nur ein Teil davon. Das ist ein blöd. Das nenne ich reines Glück. Also, wir brauchen ihn nicht machen. Eigentlich direkt müssen wir leveln. Beziehungsweise Heiltränke kaufen zuerst natürlich noch. Diese Quest mache ich dann wieder nicht in der Aufnahme mit dem Reißen. Da sie ja nur ein bisschen Gebiete zeigen und ja, aufdecken, die man nicht sonst erreichen kann. Das ist eine völlig sinnlose, sinnbefreite Questline, also ja, es ist eigentlich nur eine Quest, aber mehrere Aufgaben, die sehr, jo, wenig Spannung besitzt. Einmal gesehen, ja, gut, dafür ist sie einfach zu wichtig, weil sie Stats gibt, Stats und Skillpunkt. Also ein Stat und ein Skillpunkt, genau so. Und das ist natürlich, naja, nicht worth it. Später kann man das nochmals wiederholen in einem Schwierigkeitsgrad. Meine Mission hier ist beendet. Jo. Also ich werde mal einen Necro so weit machen mit dem oberen Baum, so wie wir waren. Und vielleicht mit dem spielen. Oder ja, vielleicht wird er genug stark, oder? Mit diesem Reiter. Aber es hat er auch ein bisschen noch schlechter zu spielen. In einzelnen Kriegen und so. Jetzt auch nicht gerade das war. Wir bekommen überhaupt auch sehr viel Schaden über. Keine Ahnung, wieso. Ist der Stärke.
Sieht cool aus jetzt. Fast ein bisschen zu groß für sie. Jo. Vielleicht doch eher mit Einhandwaffe und Schild. Bis wir dann einfach mehr Abklingzeit haben. Also doch ein Necro, aber der hat ja keine Aura, glaube ich, oder so, nur ein Knochenschild, genau. Wird wahrscheinlich schon stark sein, Knochenschild, aber ja. Das wird jetzt gerade schwer, wenn es ein rarer Gegner ist. So, jo, die Aufnahme ist fertig. Jetzt sonst zu lange. Ich würde mich mal hier hinstellen, dass ich dann nicht angegriffen werde. Dann haben wir gleich noch ein Level. Haben wir schon ein Level? Oder? Nein, es ist eben noch der. Also einfach mal versuchen, den Necromancer so zu machen. Im nächsten Part vielleicht ein bisschen. Oder sobald wie ich hier bin oder so, beginne ich dann, ihn eher zu zeigen, weil ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie gut hochbringen soll und so. Da brauche ich noch ein bisschen Vorbereitung, ein paar Items oder so. Ja gut, also, ja, ich schau mal, gell. Tschüss.